Es sind viele Freunde da, viele Menschen, die mit mir an dem Film gearbeitet haben. Ich freue mich, die wiederzusehen. Ich bin auch aufgeregt wie nie zuvor und ich hoffe, dass wir heute alle einen ganz tollen Abend haben und wir sind sehr, sehr stolz auf den Film. Und wir freuen uns jetzt so sehr auf den Abend, weil war ein langer Weg. Also der Film jetzt ist für mich eine Liebeserklärung ans Leben, weil er das Leben umarmt mit all seinen Facetten, weil er die Krankheit nicht auslässt und auch den Tod nicht. Alles gehört zusammen und so ist es auch, finde ich. Dieser Geschichte was Lustiges abzugewinnen, aber trotzdem eben nie die Traurigkeit und die emotionale Kraft zu verlieren, die sowas hat und auch letztlich die Dramatik. Und ich glaube, das wird gut gelungen sein. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie der Film dann am Ende doch geworden ist. Ich habe für den Film erst zugesagt, nachdem ich Emma kennengelernt hatte. Wir müssen wirklich eng zusammen sein. Wir müssen glaubwürdig uns lieb haben. Und das war der Fall. Sie ist nett auf mich zugekommen. Wir haben es auch über 2,5 Monate gut halten können. Was Emma in diesem Film leistet, das ist unfassbar. Also das kann ich nicht beschreiben. Und dasselbe gilt für Diddy. Diddy und Emma zusammen sind Bonnie und Clyde. Ne? Das ist die beste Chemie, die ich mir vorstellen kann zwischen Schauspielern. Und die sind überragend. Und getragen werden sie von lauter tollen Nebendarstellern. Natürlich ist Honig im Kopf eine wunderbare Metapher für diese Demenzkrankheit. Es ist ja ein Film, der wunderbar wandelt auf dem schmalen Grat zwischen Schmunzeln und zutiefst berührt sein. Und in der rührenden Art und Weise, wie sich die Enkelin um ihren Opa kümmert, kann man sagen, es ist eigentlich ein Beweis für die wahre Liebe. Du bist das Mädchen mit dem Opa, der Alzheimer hat. Wer hat Alzheimer? Alle die Bücher hier sind das Gehirn von deinem Opa. Und da fällt jetzt, bedingt durch die Krankheit, immer wieder mal ein Buch um. Wo hast du die her? Na, jedenfalls nicht aus dem Mediamarkt. In dem Moment hat dein Opa vergessen, was in dem Buch steht. Das, was wir gesehen haben, das ist die Champions League für Regie. Wirklich. Da ist es wieder eingezeigt. Meine Damen und Herren, Till Schweiger. Ich mach's jetzt schnell, weil wir wollen alle zur Party, ne? Ich bin wahnsinnig stolz auf meine Tochter. Ich bin wahnsinnig stolz auf Dieter Hallervorden, weil er der Welt einmal mehr gezeigt hat, was für ein grandioser Darsteller ist. Und das hat auch meine Tochter getan. Und beide rufe ich jetzt auf die Bühne. Dieter Hallervorden und Emma Schweiger. Hello! Und jetzt genug gesammelt, auf zur Party. Los, ab, ab, los. Hopp, 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 hopp. Ganz sehr einfühlsam wurde es umgesetzt. Und Glückwunsch auch an Till Schweiger dafür, dass mal jetzt quasi nicht so eine Komödie, sondern so was sehr Persönliches umgesetzt wurde und hat mir sehr gut gefallen. Ich muss gestehen, ich musste weinen und danach aufs Klo gehen, um die ganze Schminke wieder zurückzurücken. Aber der war sehr schön. Es ist wirklich sehr, sehr warm, sehr intensiv, sehr schön.